Fahrsicherheitstraining für die Nationalmannschaft. Was wünscht man sich mehr als einen traumhaften Frühlingstag und einen zweisitzigen Roadster mit 306 PS? Unter den Augen von Ex-Formel-1-Pilot Jochen Maas zeigten Klose und Co. ihr Können am Lenkrad. Ich meine, zum einen freuen wir uns, dass wir einfach mal die Möglichkeit haben, was ja kaum einem ermöglicht wird, hier mal mit dem Auto so zu fahren. Aber gemeinsame schöne Momente zu haben, miteinander zu lachen, Erlebnisse zu haben, später machen wir noch ein Wettrennen, das sind einfach gute Maßnahmen und das bleibt dann auch bei den Spielern haften. Auf der ADAC-Sicherheitsrennstrecke in Grevenbroich bei Düsseldorf ging es für die deutsche Kicker-Elite sogleich in den fahrerischen Grenzbereich. In der Übung Driften in der Kreisbahn ging es um Unter- und Übersteuern und jede Menge Fahrgefühl. Ja, das Schwierige ist, das Auto zu halten in der Kurve, wenn es anfängt, die Kontrolle zu verlieren. Und das ist ziemlich am Ende der Runde. Und ja, da muss man versuchen, das Auto irgendwie unter Kontrolle zu halten und trotzdem zu driften. Und das ist nicht so ganz einfach. Haben wir aber super gemacht, muss ich wirklich sagen. Das ist natürlich immer schwierig, da genau mit der richtigen Geschwindigkeit auch da reinzufahren. Aber es ist auf jeden Fall interessant, wie sich das Auto dann verändert und was man dagegen machen kann. Der neu entwickelte Mercedes SLK Roadster unterstützt mit seinem perfekten Fahrdynamikpaket den Fahrer auch in brenzligen Situationen. Jeder war mit Sicherheit schon mal in einer Situation, wo das Auto ein bisschen weggeht. Und ja, aber es ist natürlich immer eine gute Geschichte, wenn man das wirklich in jeder Runde haben kann. Und ja, man lernt natürlich auch dazu, wie man reagieren muss. Und ja, ein bisschen Spaß auch noch dabei. War ganz witzig. War mal gut zu sehen, wie das Auto reagiert, wenn man wirklich ausbricht. Aber ich denke, ja, der Manu und ich haben hier das beste Gespann einfach und wir haben es gut gemeistert. Beim sogenannten Ausweichen vor Wasserhindernissen hebelt eine in der Asphaltdecke versteckte Stahlplatte das Heck des kompakten Sportwagens aus. Für viele Kicker eine außergewöhnliche Erfahrung. Ich denke, das kommt ja nicht so oft vor in der Situation, im Alltag. Darum kann man das nicht so einschätzen, wenn man das jetzt hier trainiert. Aber wenn man das über Wochen und Monate mal trainiert und macht, dann kriegt man das, glaube ich, im Griff. Das ist immer eine Sache des Trainings, glaube ich. Driften und Aquaplaning war schon definitiv eine Herausforderung. Jetzt das Rennen habe ich noch nicht bestritten. Und mal gucken, wie ich mich da schlage, vielleicht zu einer Lampe. Was muss ich machen? Was meinst du? Wenn ich nach hier ausbrich? Wenn du so, ja, dann musst du so, aber so lenken. Wenn du so ausbrichst, dann musst du aber so lenken wie Schmied. Ja, da links, da links. Die Pirouette auf vier Rädern brachte jede Menge Spaß für die Spieler der Nationalmannschaft und eine willkommene Abwechslung zum Fußballalltag. Ja, riesig. Bei allen drei Parcours ist einfach klasse, mit so einem neuen Auto mal alles ausprobieren zu können. Auch mal an die Grenze zu gehen und ist eine Riesenerfahrung, glaube ich, für die gesamte Mannschaft. Zum Abschluss ging es in der Disziplin Handlingslalom auf einer bewässerten Gleitfläche gegen Uhr- und Mannschaftskameraden. Sehr gut, sehr gut. Dabei zählte der feinfühlige Tritt aufs Gaspedal ebenso viel wie die beherzte Vollbremsung am Ende der Rennrunde. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man hat natürlich ein paar Erfahrungen jetzt sammeln können, hier auch mal außerhalb der Straßenverkehrsordnung. Und ja, ich denke, man hat viel gelernt hier. Die Fußballer der Nationalmannschaft bewiesen beim Mercedes-Benz Fahrsicherheitstraining, dass sie nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf dem Asphalt zu den Besten gehören.